mein schönster Quatschmoment. Ganz ehrlich, ich glaube, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das war, als ich zum ersten Mal 4 Tage im Quatsch gespielt habe. Ich war gerade neu im Showbiz, sag ich mal, und durfte nach Hamburg für 4 Tage, war in einem wunderschönen Hotel, hatte super Kollegen und das verbinde ich tatsächlich damit, so mit dem Beginn meiner Karriere. Und der Quatsch Comedy Club, der war ja halt bekannt, und dass man selber dabei sein darf, das war für mich eine große, große Ehre. Und eigentlich habe ich sogar 2 tolle Momente, weil ich durfte dann später, ich glaube 2,5 Jahre später, als ich mein Soloprogramm fertig hatte, durfte ich tatsächlich im Quatsch Comedy Club Berlin, da wo die Aufzeichnungen gemacht werden, habe ich mein Soloprogramm gespielt und ich habe mich gefühlt wie der King von Kong, wie der Held vom Erdbeerfeld. Ich glaube, das hält sogar noch ein bisschen bis heute an.